war zum ersten Mal online, das ist schon länger her. Das ist eigentlich schon sehr lang her. Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Ich weiß, ein Bekannter von mir, der hatte einen ersten Computer, das war noch ein Commodore C64. Also es ist schon sehr lange her, aber frag mich nicht, in was vom Jahr. Facebook, muss ich ganz ehrlich sagen, dann schaue ich viel bei GQ vorbei, auch mal, ja, was schaue ich noch an, Spiegel ab und zu. Ich denke einfach, es ist wichtig, sich zu informieren und einfach nicht stehen zu bleiben. Ich lebe hier einen Traum und diesen Traum möchte ich einfach anderen weiterbringen und weiterleiten. Und ich denke, da ist dieses Medium sehr, sehr gut geeignet dafür. Ich habe damit überhaupt kein Problem, weil ich einfach, ja, den Menschen vertraue, wo ich einfach sage, für mich ist es wichtig, dass ich den Mensch kennenlerne. Und ja, ich glaube immer noch an das Gute im Menschen. Ich kenne komischerweise zu fast jedem Stück eine kleine Geschichte. Das war jetzt zum Beispiel jemand, der krank geworden ist. Deshalb hat er nicht mehr reingepasst, weil er aufgegangen ist durch die Medikamente, durch seinen Unfall. Und der Kunde ist jetzt ausgewandert nach Afrika. Ja? Und es sind halt immer so Stücke, wo entweder nicht mehr passen, weil sonst gibt man so ein Stück nicht her. Ja? Ich muss ein Stück wohl mir wirklich, ja, 1000 Euro dafür zahlen, das gäbe ich normalerweise nicht her, außer ich passe nicht mehr rein. Mal kurz überlegen. Also ich könnte mir jetzt zum Beispiel die Jacke hier gut vorstellen. Das ist eine Softshell-Jacke von Mammut. Könnte mir recht gut vorstellen, dass dir das passt. Oder dann ein schönes Ralph Lauren. Das könnte mir gut vorstellen.